Roberto Cirillo, letzten Januar begann die neue Strategieperiode der Post mit der Post von morgen. Wie lautet das Fazit nach einem Jahr? Ich bin sehr zufrieden, aber vor allem sehr dankbar an alle Teams und Mitarbeiter. Wir haben einen sehr guten Start in diese Strategieperiode. Wir haben sehr viel umsetzen können von dem, was wir uns vorgenommen haben. Und vor allem, wir haben gute Voraussetzungen geschafft, damit die Post die Herausforderungen der Zukunft wirklich gut meistern kann. Die Strategie war schon da, als du gestartet hast als Verwaltungsratspräsident, Christian Löwer. Wie stehst du zur Post von morgen? Sehr positiv. Das ist mit ein Grund, warum ich hier gekommen bin. Die Umsetzung scheint auch sehr gut vor sich herzugehen. Für mich ist es zentral, dass die Post als Rückgrat der öffentlichen Infrastruktur in der Schweiz sich in einer Position versetzt, wo sie die Bedürfnisse der Kunden morgen beantworten kann. Diese Bedürfnisse werden sowohl physisch wie digital sein. Nun war 2021 finanziell ein sehr erfolgreiches Jahr für die Post. Ist jetzt der Druck für Veränderungen weg? Es ist gut, im ersten Jahr der Strategie gut zu starten. Aber die strategischen Herausforderungen, die wir haben, die immer weniger werdenden Briefe, das Zinsgeschäft von Postfinanz, das immer kleiner wird, das bleibt und das sind die Hauptherausforderungen, die wir meistern müssen. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns vorbereiten müssen für die Bedürfnisse der Wirtschaft, der KMUs und der Bevölkerung in den nächsten Jahren. Und dafür müssen wir investieren in unsere Kerngeschäfte, damit die Post ihre Rolle als Infrastruktur und Grundversorgerin der Schweiz auch in 5 und 10 Jahren wahrnehmen kann. Das bleibt genauso, wie wir das von der Strategie vorgesehen haben. Aber es waren ja gerade einzelne KMUs, die dazu geführt haben, dass jetzt recht radikale Forderungen auf dem Tisch sind mit Verboten für die Post. Wie stehst du dazu? Ja, du sagst es auch, es sind Einzelne. Wir haben Hunderttausende von KMUs als unsere Kunden, denen wir durch unsere Dienstleistungen im logistischen und Kommunikationsbereich Wettbewerbsfähigkeit weitergeben. Wir unterstützen die Schweizer Wirtschaft und die Schweizer Fortwirtschaft strukturell. Und das ist das, was im Fokus der Debatte sein muss. Was müssen wir machen, damit wir die heutige und die zukünftige Bedürfnisse diesen Kunden erfüllen können, damit sie sich dann weiterentwickeln können. Und darauf sind wir auch fokussiert und nicht auf einzelne Dienstleistungen, sondern auf Infrastrukturbau für und Dienstleistungsbau für die Schweizer Volkswirtschaft. Zukunft der Grundversorgung. Es gab jetzt eine Expertenkommission, die genau das angeschaut hat. Was soll die Post künftig für alle überall zur gleichen Qualität erbringen? Die Vorschläge, die da gebracht sind, sind das auch deine Vorstellung von der Post im Jahr 2030? Ja, die konkreten Vorschläge sind auch umstritten, sei es bei der Zustellung der Zeitungen oder bei der Fortführung der Post. Haben wir da eine andere Position? Wir sind der Meinung, dass das Kundenbedürfnisse entspricht und man kann und soll sie weiterhin bringen. Dieser Bericht allerdings hat zwei Vorteile. Der erste stellt die richtige Frage. Was ist die Ausgestaltung der Grundversorgung ab 2030? Es ist eine demokratische Diskussion nötig über dieses Thema. Und zweitens, anerkennt unsere Analyse und es unterstützt unsere Analyse, dass wir im digitalen Bereich einen Auftrag im Sinne der Schweizer Wirtschaft haben. Roberto hat absolut recht, oder? Wir haben Hunderttausende von Kunden bei den KMUs und es ist wichtig, dass wir in der Lage sind, diese Kunden auch im digitalen Zeitalter zu begleiten. Wir sind der Rückgrat der öffentlichen Infrastruktur und das müssen wir auch in der Zukunft sein können. Bedingt, dass wir jetzt die Diskussion führen über die Zukunft der Grundversorgung, über die Ausgestaltung dieser Grundversorgung im digitalen Bereich. Das ermöglicht dieses Bericht und wir müssen diesen Ball aufnehmen. Zurück ins Hier und Jetzt. Was steht im Jahr 2022 an bei der Post? Wir werden weiterhin in unsere Kernmärkte investieren und wir werden weiterhin in unsere Kernmärkte Dienstleistungen aufbauen und anbieten mit der höheren Qualität, die wir bringen wollen, die unsere auch eigene Ansprüche erfüllen. Wir haben zum Beispiel 3 neue Zentren, die gebaut und in Betrieb genommen werden müssen dieses Jahr. Ein 4. ist für 2023 geplant. Wir werden weiterhin in diese digitalen Infrastruktur investieren, damit wir vorbereitet sind für die Bedürfnisse der Zukunft.
Und wir werden weiterhin in der Stabilisierung, vor allem in der Öffnung unseres Netzes investieren, damit dieses Wert, das wir haben, der Proximität mit der Bevölkerung weiter in die Zukunft transportieren können. Das sind die Hauptelemente, auf welchen wir auch dieses Jahr fokussiert sein werden. Christian Löwra, Roberto Cirillo, vielen Dank für das Gespräch.